Mahlzeit. Mahlzeit. Jetzt braucht die Partei vor allem eins: Geld. Wie an jedem Monatsersten bin ich auf dem Weg zu einer Bank, um für meinen rasant wachsenden Parteiapparat Geld zu besorgen. Es ist ganz wichtig bei Geldtransporten, dass man die Schubkarre gut abschließt. So, der sitzt. Als Parteivorsitzender hole ich Geld immer bei Kreditinstituten, mit denen ich schon erfolgreich zusammengearbeitet habe. Oh, nach Ihnen. Dankeschön. Bitte sehr. Und die sich mit undurchsichtigen Geldgeschäften auskennen. Denn Finanztransaktionen im großen Stil sollte man nie ohne professionelle Beratung anschieben. Auf einer streng geheimen Route erreiche ich am späten Abend meine Parteizentrale in Kreuzberg. Leute, hier kommt frisches Geld. Die Geldbeschaffung ist für Turbo-Parteien wie uns immer wieder eine Herausforderung. Hier kommen wieder 4 Kilogramm Geld. Wir haben zwar 180.000 Wähler, aber das Aufkommen an Mitgliedsbeiträgen und Spenden ist beeindruckend gering. So, ab in die Briefe und Koffer Nummer 3. Gott sei Dank hatten die Wahnsinnigen von der AfD eine Idee, wie man Geld aus dem Nichts erschafft. Die haben wir geklaut und verbessert. Wir haben jetzt für insgesamt 240.000 Euro Geld verkauft. Auf die Idee gebracht hat uns Bernd Lucke, mein geschätzter Kollege aus dem Europaparlament. Der verkauft ja mit der AfD Gold, um die Einnahmen der Partei in die Höhe zu treiben. Es gibt da so ein paar irre Gesetze aus den 50er Jahren zur Parteienfinanzierung, dass alle Einnahmen, die eine Partei hat, egal aus was sie kommen, dann zu Geldern aus der Parteienfinanzierung führen. Wir haben jetzt 20 Euro für 25 Euro verkauft, 50-Euro-Scheine für 55 Euro und 100-Euro-Scheine für 105 Euro. Alles einmal von mir angeleckt, so als kleines Bonusgeschenk dazu. Das attraktive Geldgeschäft wird in der Bevölkerung enthusiastisch aufgenommen. Schließlich brauchen wir alle Geld und bei der Partei wird jeder einzelne Auftrag nach alter Handwerkstradition individuell zusammengestellt. Doch der Kunde bekommt nicht nur wertvolles Bargeld. Jeder Besteller erhält außerdem noch 2 wertvolle Kunstpostkarten mit limitierten Motiven aus unserer Grafikmanufaktur. Das sieht ungefähr so aus. Einmal Grüße aus Brüssel, weil viele Leute Autogrammkarten haben wollten und ich hatte noch nie welche. Und einmal FCK AfD. Was das genau heißt, weiß ich nicht, aber es wird gekauft wie bekloppt. Wir müssen für die Bundestagsverwaltung auch eine Gewinnerzielungsabsicht natürlich nachweisen. Die haben wir. Wir verdienen exakt 8 oder 9 Cent an jedem Kauf. Das heißt, wir verdienen ungefähr 260 Euro an dieser Aktion und bekommen anschließend 240.000 aus der Parteienfinanzierung dazu. Das innovative Geschäftsmodell wollen wir noch in dieser Legislaturperiode zum Patent anmelden. Da der Geldbedarf in der Bevölkerung ständig steigt, legen wir inzwischen Sonderschichten ein. Wir arbeiten jetzt hier mit 10, 11 Leuten auf Hochtouren. Wir können aber locker auf 200, 300 Leute erhöhen, wenn die Nachfrage weiter so anzieht. Hier kommen 50er. Ja, ganz ruhig, hier kommen 50er. Es ist genug da. Einmal EU-Pimmel. EU-Pimmel steht nicht auf der Liste. Helfen Sie mit, den Euro zur weltweit stabilsten Währung zu machen. Wenn Sie sich für Geld interessieren, bestellen Sie jetzt auf der Homepage der Partei. 20er, 50er, 100er. Echtes Geld, da weiß man, was man hat.